DepotChamp wird Ihnen präsentiert von Flatex. Einfach besser handeln. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu DepotChamp 2013. Eine Rekordwoche liegt hinter uns. Sowohl Dow Jones und Nikkei als auch DAX haben ein Hoch nach dem nächsten markiert. Und ob unsere drei Kandidaten ebenfalls eine Rekordwoche hingelegt haben, das sehen Sie gleich. Gestartet waren ja alle drei mit jeweils 10.000 Euro. Und Ziel ist es, dieses Kapital dann möglichst gewinnbringend anzulegen. Jeden Tag können die drei handeln. Und Sie, liebe Zuschauer zu Hause, können ganz nah mit dabei sein. Und zwar mit unserem SMS-Service. DepotChamp 2013. Der Wettkampf hat begonnen. Wer hat die heißesten Aktien im Depot? Wer verkauft mit Gewinn? Wer wird der neue DepotChamp? Seien Sie live dabei, jeden Dienstag um 18 Uhr im DAF. Und wenn Sie schon vor der Sendung wissen wollen, was die Spieler handeln, mit dem SMS-Alarm verpassen Sie keine Transaktion. Jede Depotveränderung realtime auf Ihr Handy. Jetzt anmelden unter www.depotchamp.de. Tja, am Markt haben wir also in der vergangenen Woche Rekorde über Rekorde gesehen. Und ob der Trend weiter anhält oder ob die Luft so langsam dünn wird, das bespreche ich gleich mit unseren drei Experten, die ich jetzt erst einmal begrüßen möchte. Vom Anlegermagazin Der Aktionär links im Bild sehen Sie heute Markus Hornrich, in der Mitte aus Düsseldorf Volker Schulz von Der Aktionärsbrief und rechts begrüße ich Rüdiger Born von Born Traders. Ja, und zum Warmwerden zunächst mal ein ganz kurzes Update vom Markt. Wir starten wie immer mit Markus Hornrich. Herr Hornrich, die große Frage jetzt natürlich, geht es beim DAX weiter Richtung 8.500 oder vielleicht sogar 9.000 oder sehen wir doch erstmal eine Korrektur? Ja, das kommt ganz darauf an, auf welchen Horizont Sie das sehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir kurzfristig etwas Luft ablassen müssen, aber nicht so, dass wir jetzt in arge Bedrängnis kommen werden. Grundsätzlich sehe ich keinerlei Anzeichen einer Blasenbildung, was ja durchaus von den ein oder anderen Stimmen angemahnt wird. Also es sind Privatanleger sind fast noch nicht im Markt mit drin. Grundsätzlich war der jüngste Anstieg äußerst dynamisch. Also insofern auch der Ausbruch aus dieser langfristigen, wenn man den Chart ganz lange mal aufzieht vom DAX, aus dieser langfristigen Dreiecksformation, durchaus momentan noch als nachhaltig zu bezeichnen. Insofern gehe ich nach einer kurzen Korrektur davon aus, dass wir weiter nach oben laufen werden. Ob das jetzt 8.500 oder 8.800 Punkte werden, ist jetzt erstmal zweitrangig. Aber ich glaube schon, dass wir nach einer leichten Konsolidierung weiter nach oben laufen werden. Zumal ja auch die Earnings Season jetzt zuletzt nicht so schlecht ausgefallen ist, wie man eigentlich hätte erwarten können nach den Bremsspuren, die man überall, insbesondere hier in Europa, auf der Konjunkturseite zu sehen hat. Und letzten Endes hört man auch von vielen Unternehmensvorständen, dass man im zweiten Halbjahr deutliche Belebung des Geschäfts erwartet. Insofern gehe ich davon aus, dass die Vorschusslorbeeren, die wir hier im DAX durchaus sehen, auch ihre Berechtigung finden werden und wir weiter hochlaufen. Ganz kurz, wollen wir das nochmal konkret machen? Wo steht der DAX am Ende des Jahres? Eine kurze Hausnummer? Ich denke, dass wir Richtung 8.800 bis 9.000 Punkte laufen können. Dankeschön für diese Einschätzung. Und wir machen weiter mit unserem zweiten Kandidaten in der Runde, mit Volker Schulz. Herr Schulz, die Zinssenkung der EZB hat ja erstmal für diese Rekordstände gesorgt oder diese Initialzündung gegeben. Kritiker meinen allerdings, dass das billige Kapital nicht dort ankommt, wo es tatsächlich gebraucht wird. Halten Sie die Entscheidung der Notenbank für richtig? Es ist zunächst richtig, das Geld kommt sicherlich nicht dort an, wo es gebraucht wird. Das signalisieren ja auch die Konjunkturdaten, die wir aus der Eurozone in den letzten Monaten bekommen haben. Aber nichtsdestotrotz, wir können uns freuen, die Aktienmärkte laufen. Warum sollen wir das nicht annehmen? Ich denke mal, die EZB, die wird weiter handeln. Meiner Meinung nach wird sie erst jetzt am Beginn der wirklich lockeren Geldpolitik stehen. Zinssenkungen bringen sie sicherlich nicht weiter. Deshalb rechne ich schon damit, dass es hier in nächster Zeit doch sehr unkonventionelle Maßnahmen geben wird. Sie muss einfach was tun. Sie kann sich einfach nicht erlauben, dass Europa zum Beispiel in eine Deflation rutscht. Wir haben in Griechenland und in Portugal schon fast deflatorische Tendenzen. Die Inflationsrate in der Eurozone ist im April deutlich gesunken auf nur noch 1,2%. Also man muss Inflation schaffen. Gerade hochverschuldete Staaten können ja mit einer Deflation nun überhaupt nichts anfangen, wenn die Schulden quasi aufgewertet werden. Also ich rechne damit, dass man wirklich direkt in den Geschäftskreislauf eingreifen wird. Ich vermute mal, dass man das auch über Asset-Backed Securities machen wird, um eben auch die Banken dazu
zu bewegen, dass sie wirklich Kredite an die Unternehmen geben. Hier rechne ich wirklich mit weiteren Maßnahmen. Und das wird letztlich auch sehr positiv, auch für die europäischen Aktienmärkte sein. Dankeschön für diese Einschätzung. Und wir machen weiter mit Rüdiger Born. Herr Born, das letzte Mal, als wir uns unterhalten hatten, da haben wir ein Rekordhoch gesehen. Jetzt hat der DAX immer noch mal wieder eins draufgelegt. Was hat sich denn jetzt geändert aus Sicht der Charttechnik? Na, geändert hat sich noch nichts. Tatsächlich ist sogar noch möglich, dass wir noch ein bisschen mehr sehen. Also, es muss noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Allerdings muss man zwei Sachen mitbewerten, nämlich wir nähern uns immer mehr einer Widerstandszone, die vielleicht nicht die dickste ist. Ich gebe es ganz ehrlich zu, wir sind ja im Allzeithochbereich nicht so sehr ausgestattet mit echten Widerstandsmarken. Man muss da schon auf sogenannte Projektionsziele zielen. Also insofern, da ist es nicht ganz so dick, aber die liegen irgendwo bei 8.400 plus minus, also es darf ein bisschen weniger sein, da sind wir ja schon, es darf auch ein bisschen mehr sein. Ab jetzt müssen wir damit rechnen. Und wir sehen ja auch, dass anders als die Tage zuvor die Volatilität zumindest mal so innerhalb der Tage wieder zugenommen hat. Wir haben ja jetzt wieder mal ein bisschen Rücksetzer mal gesehen, dann geht es wieder hoch. Also es ist noch nicht gesagt, dass das schon alles nach oben ist, aber wir sollten zumindest jetzt aktuell mal im kurzfristigen Bild damit rechnen, dass es auf jeden Fall mal einen Dip gibt. Das, denke ich mal, ist auf jeden Fall seriös gesagt. Dankeschön auch für Ihre Einschätzung. Also ich kann zusammenfassen, die Korrektur, die können wir nicht ausschließen. Es kommt vielleicht erstmal auf uns zu. Danach sind allerdings die Grenzen ja nicht vorhanden, beziehungsweise danach kann es weitergehen Richtung 8.500 oder noch weiter. Dankeschön fürs Erste. Sie haben jetzt die erste Runde bereits hinter sich, eine kleine Warmwerden-Runde. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause. Danach wird spannend, denn dann schauen wir uns mal die einzelnen Depots an, die Performance unserer drei Experten. Bis gleich.